Jesus beendet einen Sturm. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages überquerte Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, einen See. Während sie den See überquerten, kam ein Sturm auf. Der Sturm war so heftig, dass das Boot, in dem sie waren, drohte zu sinken. Die Jünger hatten riesige Angst. Jesus bemerkte von all dem nichts, weil er eingeschlafen war. Also weckten die Jünger Jesus. Jesus, rette uns! Wir gehen unter! Jesus stand auf und sagte zu dem Sturm, sei still! Sofort legte sich der Wind und auch die Wellen verschwanden. Dann fragte Jesus seine Jünger, vor was hattet ihr Angst? Traut ihr Gott immer noch nicht zu, dass er auf euch aufpasst? Die Jünger aber waren verwundert und fragten sich gegenseitig, wer ist Jesus eigentlich? Sogar Wind und Wellen tun, was er ihnen befiehlt.